Du bist schwul, Daniel. Was ist 1 plus 1? Genau, du bist schwul. Jeder von uns weiß, dass du schwul bist, Daniel. Du musst es ihr nicht verheimlichen. Schwul. Ich bin nicht schwul! Hallo. Hier ist wieder eure Weihnachtsmissgeburt. Fröhliche Weihnachten. Der ist nicht angeklebt, Kinder. Der will nur eine aufs Maul. Verdammt, bleib doch da, Mann! Ja, genau nicht. Der stinkt sowieso nach Scheiße und ist schon 10 Jahre alt. Wie dem auch sei, ich wünsche euch frohe Weihnachten, meine Freunde. Ein glückliches neues Jahr, wobei das ja erst noch kommt. Viele Geschenke und genießt einfach den Tag. Entspannt schön. Und wenn es was Geiles zum Essen gibt, hohohoho, was war das für eine Scheiße, dann haut rein, okay? Scheißt auf eure Diät, esst was. Ich bin übrigens fast nackt. Halt mal, heute ist Weihnachten. Ich hab noch gar keine Geschenke. Wisst ihr, was es bedeutet? Jetzt funktioniert es natürlich wieder nicht. Es war so klar. What the fuck? Jetzt hat's funktioniert. Wie dem auch sei. Wisst ihr, was es bedeutet? Ich hab noch keine Geschenke. Let's do this, motherfuckers. Ho, ho, ho. Was war denn das für ein Weihnachtsspecial? Es tut mir leid, aber ich wollte ein Video machen, okay? Nehmt's mir nicht zu ernst, bitte. Nein, aber jetzt noch ganz kurz im Ernst. Ich hoffe, ihr habt wirklich einen wunderschönen Tag, einen entspannten Tag. Auch wenn ihr keine Weihnachten feiert zum Beispiel, habt einen schönen Tag. Es liegt kein Schnee draußen, wie man sieht, leider, ja. Aber hey, scheiß drauf, der Schnee kommt sowieso noch im Januar oder im Februar oder keine Ahnung wann. Ich hoffe, ihr bekommt wirklich sehr viele Geschenke und denkt immer daran, Geschenke, es ist nicht alles. Die Liebe zählt an Weihnachten, die Liebe zählt allgemein immer. Wisst ihr, was ich nicht ganz verstehe? Die Leute, die zum Beispiel in WhatsApp oder so, die sich das ganze Jahr über nie melden, ja. Und dann plötzlich kommen sie an Weihnachten, schicken einem so ein komisches, billiges Kettenbrief-Drecks-Video, was eine Minute geht, was keine Sau interessiert und denken so, mit dem habe ich jetzt wieder alles gut gemacht. Nee, Leute, das könnt ihr euch in den Arsch stecken. Auch die Leute, die mich jetzt auf WhatsApp haben. Hört auf, mir solche Videos zu schicken. Was ist denn das für eine Scheiße? Die sind erstens mal unglaublich peinlich, diese komischen Weihnachtsvideos da, diese billigen. Und keine Ahnung, es ist für mich einfach total sinnlos. Zeigt mir lieber so im Laufe des Jahres, dass ihr mich liebt, anstatt mit so komischen Drecksnachrichten oder Kettenbriefen oder sowas mir irgendwie versuchen, frohe Weihnachten zu wünschen. Nee, also da, das macht mich aggressiv und wütend und sowas kann ich auch nicht verstehen. Ja, für mich ist übrigens Weihnachten auch kein richtiges Weihnachten, wenn kein Schnee liegt. Es regnet gerade sogar. What the fuck? Ja, wie dem auch sei. Egal. Trotzdem schöne Weihnachten. Ich werde, keine Ahnung, was ich heute noch machen werde, ja. Ich bin immer noch ein bisschen krank, habe immer noch ein bisschen Husten. Und die Waffe ist natürlich nicht echt. Oh mein Gott, das ist nur eine Software, ja. Die habe ich mir, keine Ahnung, wann gekauft. Und einfach zum Spaß, ich habe immer Angela Merkels Gesicht auf ein Blatt Papier gemalt und habe draufgeschossen, weil ich es lustig fand. In dem Sinne, frohe Weihnachten.